Hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Montag, der, was haben wir denn heute? 6. April 2020 um 18:07 Uhr. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets, auf dem Trading Tool, dem Trading Desk, was man da auf der Homepage finden kann von One Markets. Und man muss noch nicht mal ein Depot dafür haben, um sich das anschauen zu können. Und vor euch liegt der Chart von Thyssen, und zwar auf 5 Jahre, basierend auf 5 Jahre. Seht, die sind also da von 25, und Thyssen ist einer der Werte, der also am übelsten erwischt hat in den letzten Wochen. Die haben sich geviertelt von ungefähr 12 runter auf 3,29. Richtig, richtig böse. Jetzt um 18:18 Uhr handeln sie so um die 4,84, Entschuldigung, 4,88, und sind heute einer der Tagesgewinner von zumindest allen Werten, die ich beobachte, mit fast 13,8 oder fast 14%, 13,87 im Moment, waren auch schon ein bisschen höher. Sensationell. Es gibt einen alten Börsenspruch, der heißt: Thyssen muss man küssen. Ich handle sie eigentlich ganz gern, weil die haben schöne, langgezogene Bewegungen. Und man muss, und das habe ich auch gemacht, nicht unbedingt hier die größten Hebel momentan mit reinsetzen. Ich hatte eine Position, ich habe die, bevor ich den Film jetzt anfange, habe ich die geschlossen. Das muss ich nicht, aber ich möchte Ihnen sagen, ich möchte mir niemals vorwerfen lassen, dass ich eine Position habe und dann hinterher einen Film hier reinschiebe. Das gibt es nicht bei mir. Da bin ich pingelig, obwohl ich es darf, das will ich nicht. Möchte ich mir nie sagen lassen. Und here we go. Das sind jetzt mal die Thyssen. Ich hole das alles mal ein bisschen näher ran. Ronny, ich mache gerade einen Film. Ich hole zurück. Jetzt haben wir also den Chart ein bisschen näher rangeholt. Hier sind die 3,29. Und das waren innerhalb weniger Tage, waren das schon wieder 6. Und das sei vorausgeschickt, ich bin durchaus positiv für den Wert. Nicht im Sinne von, dass er jetzt die nächsten 2, 3 Wochen wieder irgendwo an der 200-Tage-Linie ist, bei 10,928 rumhandelt. Das glaube ich nicht, ja. Aber dass er nochmal eine 6 und die vielleicht sogar überbietet, also weil die 6 ist nicht nur dieses High, sondern auch das obere Bollinger Band, ihr seht es hier, schon Widerstand, sondern dass er durchaus da nochmal ein bisschen drüber gehen kann. Also ich finde es in Ordnung. Ich käme nicht auf die Idee, die Thyssen hier nochmal short zu gehen. Aber alles der Reihe nach. Heute, also hier am Montag, wurde von einer Bank, kann man ruhig nennen, das war Kepler Cheuvreux, die Thyssen zum Kauf empfohlen. Der hat das Ziel runtergenommen von 14 auf 7,5. Und das ist eine drastische Reduktion, klar, aber 7,5, und so ist die Argumentation, ist immer noch deutlich höher, und zwar 50% als das, was wir momentan handeln. Ich glaube, ich schätze Kepler Cheuvreux sehr. Ich glaube allerdings nicht, dass Kepler Cheuvreux einzig und allein für diese Bewegung heute von fast 14% verantwortlich ist. Sorry, Jungs, so gut seid ihr auch nicht. Ja? Also diesen Markteinfluss habt ihr nicht. Aber ein sehr, sehr gutes Analystenhaus, gucke ich mal gerne hin. Ich kenne die jetzt seit auch fast 27 Jahren, seit die nach Deutschland kamen. Und ist eine gute Firma, gar keine Frage. Also wir sind von den Bändern hier, wir sind über der 20-Tage-Linie, über der 10-Tage-Linie. Wir haben einen Boden hier offensichtlich gebildet. Besonders positiv würde es werden, wenn wir relativ schnell die 6 nochmal sehen. Da war heute irgendwo eine Überschrift, ich habe so gesagt, ich habe so, da war heute irgendwo eine Überschrift, ich habe so gelacht. Thyssen peilt die Schwelle von 5 an. Was ist denn das? Weil, sorry, die kommen von 12. Thyssen peilt die Schwelle von 5 an. Das klingt für mich so, als SAP geht es erst einmal bei 100 oder Wirecard geht es erst einmal bei 200, so ein Alltimer. Thyssen peilt die Schwelle von 5 an. Das war grandios. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ich musste das, so die Dinger da, da muss man einfach mal drüber lachen. Aber nett, wie auch immer. Von hier aus neutral bis leicht positiv. Wir haben hier die verschiedenen vorangegangenen Kerzen, und zwar 1, 2, 3, 4, 5 mit dem Schlusskurs überbutten. Das ist gut, ja. Deswegen für mich ist eigentlich die 6 das einzige Ziel. Das verbindet sich mit dem Hoch, was wir hatten, kurz nach dem 23.03. und dem oberen Bollinger Band. Das ist das Erste. Von der Technik her sind wir neutral bis leicht positiv. Das Histogramm geht schon wieder hoch. Sorry, ich habe es falsch eingestellt, deswegen rutscht das hier so ein bisschen nach links rüber. Das ist mein Fehler. Dann haben wir die Stochastik. Trotz eines 14-prozentigen Upmoves ist die noch nicht mal richtig gedreht. Das heißt, die ist neutral, die ist bei 34.
Und die hat Platz ohne Ende. Das macht mich insgesamt sehr positiv für den Wert. Jetzt zeige ich euch mal, wie das hier geht. Wenn ich jetzt auf die Thyssen gehe und dann hier auf Derivate-Box öffnen, kommt hier diese Box. Jetzt nehme ich die mal hier so ein bisschen runter, dass ich da immer wieder Zugriff drauf habe. Mir geht es hier überwiegend um K.O.-Produkte. Ich gehe auf die K.O.-Produkte. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte auch welche. Ich hatte einen Schein mit der Basis 2,80. Der war noch hier drunter. Der hat trotzdem, glaubst du mir, der hat richtig viel Spaß gemacht. Ja? Der ging von 1,70, ging der hoch auf 2, ich glaube 12 oder 14. Ja? Ich muss nicht unbedingt einen Riesenhebel haben. Sowas hier reicht völlig aus. Das ist ein 3,55er Schein. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren, dass jetzt der Kurs gestellt wird 1,33 zu 1,45. Wir haben nach 17.37 Uhr fast alle Emittenten, es sei denn, es ist im DAX, erweitern den Spread zwischen Geld und Brief, zwischen Bid und Ask. Die Zeiten sind einfach, habt ihr heute auch wieder gesehen, ein Riesengap nach oben, was kaum einer erwartet hat. Ja? Muss ich auch dazu sagen, das hat kaum einer erwartet und wir hatten ein fettes Gap nach oben. Das ist ein Hebel von gerade mal 3,66, das seht ihr hier. Das ist total wenig. Aber, ja mein Gott, wenn die Aktie 10% steigt, dann macht das Ding auch seinen Spaß. Und dann muss es wieder hoch. Das ist von der Hypovereinsbank UniCredit One Market die HZ8E1V. HZ8E1V. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Eigentlich möchte ich ihn gar keinen nennen, aber ich sollte das mal tun. Ganz ehrlich, ein Put darf man erst hier oben nehmen. Weil ich glaube, ich vermute, dass wir das hier rausnehmen. Sie können es aber probieren. Wenn Sie nicht meiner Meinung sind, sagen, nee, was der Schlegel erzählt, ist Quatsch, müssen Sie keinen Put hier oben nehmen, sondern nehmen einen kurz hinter der 6. Kurz dahinter und da können Sie mit einem Hebel von 4, sollten Sie da glücklich werden, dass Sie was finden. Da haben wir das doch schon. Hier, wunderbar. Na, ja, nehmen wir einen anderen. Nehmen wir 6, das ist mir zu weit weg. Nehmen wir den doch hier. Das ist ein Hebel von fast 3, 2,89. Das ist eine Basis 6,58. Das ist also schon deutlicher hier oben drüber. Ja? Ich würde trotzdem bei 6,20 spätestens stoppen. Das ist die Kennnummer HZ7YFD. HZ7YFD. Der Autor dieses Films ist eher der Meinung, dass der Wert nach oben gehen könnte und präferiert den Call gegenüber dem Put. Aber das ist meine höchst eigene Meinung, keine Anlageempfehlung oder sonst was. Ja? Ich finde, die haben genug gelitten. Wie gesagt, einer der Werte, der am meisten gefallen ist, sich geviertelt hat. Natürlich auch mit einer Story, die dahinter steht, ganz klar. Aber ich finde, so der Bereich zwischen 5,5 und 6,5 sollte ganz locker drin sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und immer noch bleibt gesund und bleibt zu Hause. Bye, bye.